Heute, am 2. Februar, hat Giants die Schleusen geöffnet und eine ganze Menge an neuen Mods und Updates im Giants Mod Hub freigegeben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, dem Mr. Bauer. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Simon, Thomas und Cedric für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist immer gerne gesehen, wenn in dieser Form gezeigt wird, dass der Inhalt, den ich für euch zubereite, gefällt und ich so weitermachen kann. Ganz herzlichen Dank nochmal. Kurz noch eine Sache in eigener Sache. Bitte morgen um 18 Uhr nicht vergessen einzuschalten. Wir werden auf der Kamsten Farm weitermachen mit unserem Let's Play. Es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen mit morgen sehen könnte im Chat. Und wir so eventuell den Donnerstagabend gemeinsam gechillt verbringen können. Ihr habt's erkannt, wir sind wieder auf der Frankenmut-Karte, die am 29. Januar erschienen ist. Falls ihr die Karte noch nicht kennt, bitte schaut euch das Video an, was ich vor ein paar Tagen rausgegeben habe, bezüglich dieser Karte, wo wir einen Rundgang gemacht haben und jedes Detail angeguckt haben. Link oben rechts. Wir starten mit dem Amazone Profi Hopper von GTX, Downloadgröße 3,37 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Mikromäher, Leistung 25 PS, Tankfüllmenge 20 Liter, Maximalgeschwindigkeit 12 km/h, hat ein Volumen, um Gras zu laden, von 1200 Liter, wiegt 1,2 Tonnen. Und hat eine Arbeitsbreite von 1,20 Meter. Preis in der Standardausführung 5.900 Euro. Beim Design können wir ganz klar sagen, gibt es die Standardvariante und die Black Edition, also schwarze Edition. Bei der schwarzen Edition können wir noch das Guidance Steering aktivieren und natürlich ein Kennzeichen kann auch hinzugefügt werden. Bei der Standardversion haben wir natürlich dieselben Optionen, aber haben auch noch die Möglichkeiten, die Farben zu konfigurieren. Und zwar haben wir den Überrollschutz können wir haben in Schwarz, Grün oder Beige. Und bei den Felgenfarben haben wir Beige, Grün oder Silber. Auch hier natürlich kann das Kennzeichen hinzugefügt werden. Der Shamash Twist 600 kommt von Agrartechnik Nordeifel. Downloadgröße 16,45 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei natürlich um einen Schwader, der vorne an dem Traktor angehängt wird. Und zwar wiegt der 790 Kilo, braucht 80 PS, Arbeitsbreite 6 Meter und arbeitet bei 18 km/h. Kostenpunkt hier 15.600 Euro. Es gibt hier keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Dieses Teil ist natürlich sehr praktisch, weil man sich so einen Arbeitsschritt sparen kann. Und zwar kann der, wie gesagt, vorne am Trecker angehängt werden und hinten direkt entweder der Ladewagen oder die Ballenpresse angehängt. So kann man mit einem durch alles quasi erledigen. Vor ein paar Tagen ist die Ballenpresse fest verbunden mit einem ähnlichen Teil in den Mod Hub gekommen. Also wir können es auch in Einsatz sehen dann morgen im Let's Play auf der Kamsten Farm. Das ist dann die Ballenpresse, die wir da verwenden werden. Schnibbel Modding bringt den Steyr CVT zurück. Und zwar mit der Downloadgröße von 53,7 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar bringt Schnibbel Modding zwei Versionen, und zwar einmal den SWB und einmal den LWB. Wir schauen uns erstmal den SWB an. Standardmäßig 150 PS, 390 Liter Tankfüllmenge, 48 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit 50 km/h und wiegt 8,5 Tonnen. Preis in dieser Standardausführung 148.000 Euro. Es kann einiges konfiguriert werden. Fangen wir an mit den Reifen. Da kann dran gehängt werden BKT, Friedestein und Trelleborg. Reifenvarianten spiele ich natürlich nicht durch, so wie immer. Beim Design kann der Spiegel geändert werden, zum Beispiel. Also ein neuer Spiegel. Und dann
Spiegel alt mit breiten Kotflügel, Spiegel neu mit breiten Kotflügel und zurück zu Spiegel alt. Dann kann ein Frontlader angebaut werden, entweder von Quickie und Hauer. Dann gibt es die Motorenausführung, und zwar den 6150 CVT, wie gesagt mit 150 PS. Dann haben wir dieselbe, aber mit der Boost-Version mit 165 PS. Dann haben wir den 6165 CVT mit auch 165 PS. Die geboostete Version ist dann 180 PS. Dann haben wir die 6175 CVT mit 180 PS. Die geboostete Version mit 200 PS. Dann haben wir auch natürlich die Möglichkeit, den Guidance Steering Mod hier zu aktivieren. Dann bei den Farben haben wir bei der Hauptfarbe haben wir verschiedene Grautöne, also weiß mit Grau Metallic, weiß Metallic, schwarz und Hauer Grau 1. Dann bei der Designfarbe haben wir Rot, das Steierrot, das Rot Metallic, das Kommunal Schwarz Metallic, Schwarz und Hauer Grau 2. Und bei den Felgenfarben haben wir Standard, Weiß Metallic, Grau Metallic und Schwarz. Das Kennzeichen kann natürlich auch hier hinzugefügt werden. Gehen wir zur großen Version, der LWB-Version. Und zwar kommt der standardmäßig mit 185 PS. 390 Liter Tankfüllmenge, 48 Liter DEF, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit und 8,6 Tonnen. Diese Version kostet, so wie sie da steht, 188.000 Euro. Bei den Konfigurationen haben wir alles genauso wie bei der vorhergehenden Version. Zusätzlich aber haben wir eine Anhängerkupplung, die geändert werden kann, und zwar zu Hauer FS4 fronthydraulisch oder Standard. Bei der Motorenausführung haben wir die 6185 CVT, die haben wir schon besprochen, 185 PS. Die geboostete Version hat dann 200 PS. Dann haben wir die 6200 CVT Version, die hat auch 200 PS. Die geboostete hat 220 PS. Die 6220 CVT hat 220 PS und die geboostete hat 240 PS. Dann haben wir noch die 6240, die hat 240 PS und natürlich die geboostete Version mit 260 PS. Die Farbpalette ist ex aequo wie beim vorhergehenden Modell und auch hier kann das Nummernschild hinzugefügt werden. Heute haben wir wieder ein paar Anbaugeräte von Ermo, und zwar diesmal von SMI Modding Team. Downloadgröße 16,49 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Wir fangen an mit dem Ermo Levante 7L. Es handelt sich dabei um einen Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 1,3 Tonnen, braucht 100 PS und hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter. Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h, kostet in der Version, wie sie da steht, 8.405 Euro. Gehen wir zum nächsten Modell, und zwar ist das der Mistral 300 und es handelt sich hier, haltet euch fest, um einen Grubber. Gewicht 2 Tonnen, braucht 150 PS, Arbeitsbreite 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 9.850 Euro in dieser Ausführung. Hier kann noch einiges geändert werden, und zwar beim Design kann von der Stabwalze geändert werden zur Ringpackerwalze, zu Doppelzahnstangenwalze, zu der Sternpackerwalze und zu der Crosskillwalze. Bei den Farben haben wir hier das bekannte Ermo Weiß und das Ermo Evolution Grau. Vom Dithmarscher kommt der Class Arion 660 oder 610. Dieser Kompakt Traktor kommt in der Standardausführung mit 145 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 370 Liter, hat eine Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h, wiegt 7,9 Tonnen und kostet, so wie er hier steht, 120.000 Euro. Wir können hier die Reifenhersteller wählen zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich nicht durch. Frontladeranbau gibt es hier natürlich nur die Möglichkeit, von Klaas den Frontlader zu wählen.
Bei der Motorenausführung haben wir den 610er, den haben wir angeguckt schon mit 145 PS, den 630er mit 165 PS, den 650er mit 185 PS und den 660er mit 205 PS. Natürlich kann auch hier den Guidance Steering Mod aktiviert werden und bei den Farben haben wir die Standardpalette plus ein paar Class Spezialfarben. Bei der Felgenfarbe haben wir dieselbe Palette zur Auswahl und natürlich kann auch hier das Kennzeichen hinzugefügt werden. Die Downloadgröße für diesen Traktor ist 9,6 MB, ist in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Die Düvelsdorf Transportbox kommt von Bayern Agrar. Downloadgröße 1,17 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Die neue Düvelsdorf Transportbox ist ideal für die Land- und Forstwirtschaft, Lohnunternehmen oder Kommunen. Mit einer Breite von 1,80 m und einem Innenraumvolumen von 1100 Liter lassen sich Werkzeuge, Kanister und andere Utensilien transportieren. Also, ihr habt es gehört, das Ladevolumen ist 1100 Liter und das Gewicht ist 290 Kilo. Kostenpunkt ganz knappe 2000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Der John Deere 6M kommt von Didec 96, Downloadgröße 31,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Die 6M-Series kommt mit standardmäßigen 142 PS, wird manuell geschaltet und hat Lastschaltstufen, hat eine Tankfüllmenge von 265 Liter, Maximalgeschwindigkeit bei 40 km/h und wiegt 6,2 Tonnen. Preis ab Stange 119.500 Euro. Bei der Konfiguration können wir auswählen zwischen einem Frontgewicht von 360 Kilo, 560 Kilo, 760 Kilo und 1010 Kilo. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Frontladeranbau, natürlich kommt dieser von John Deere, wenn ja oder sonst halt keiner. Motorenausführung haben wir den 6135, wie gesagt mit 142 PS, den 6145er mit 153 PS, den 6155er mit 164 PS und zurück wieder zur Standardausführung. Auch hier natürlich den GPS kann aktiviert werden. Nummernschild gibt es auch. Rick Plug Labelle TWD Modding bringt uns das Röttering Schaufelpack. Downloadgröße 2,53 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Pack kommt mit vier verschiedenen Schaufeln. Und zwar haben wir hier den 2400er mit 1800 Liter, den 2600 mit 2100 Liter, den 2800er mit 2500 Liter und die 3000er Version mit 2800 Liter. Wir starten bei der kleinsten. Diese wiegt 130 Kilo und kostet 1400 Euro. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten gibt es nicht. Daher werden wir jetzt nicht alle auswählen, sondern die 2600er mit 2100 Liter kostet 1800 Euro. Die 2800er mit 2500 Liter kostet 2400 Euro und die 3000er kostet 3000 Euro und hat 2800 Liter. Diese Schaufeln werden natürlich alle mit dem Frontlader bedient. Als nächstes haben wir den Pöttinger Hit 690N und zwar kommt dieser von Agrardesign Austria. Downloadgröße 10,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich handelt es sich dabei um einen Wender mit dem Gewicht von 725 Kilo, braucht 45 PS, Arbeitsbreite 6,9 Meter und arbeitet bei 15 km/h. Preis 8.400 Euro in der Standardausführung. Es können Warnschilder angebaut werden, vorne, hinten und beides. Dann kann eine Grenzsteuereinrichtung hinzugefügt werden, und zwar die mechanische und eine hydraulische Version.
Unterlenkkugeln können natürlich auch noch geändert werden, und zwar von Ja zu Nein. Reifenvarianten können ausgewählt werden, Standard und Tastrad montiert. Bei den Farben haben wir bei der Hauptfarbe entweder Rot oder Gelb und bei der Designfarbe haben wir Rot oder Silber. Die Case IH Traction King Series kommt von Farm Centro Sul, Downloadgröße 11,84 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Traction King kommt standardmäßig mit 210 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 568 Litern, 32 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 40 km/h, wiegt 12 Tonnen und kostet ab Stange hier 74.000 Euro. Bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Wredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich ausnahmsweise mal durch, und hierzu gibt es ganz verschiedene. Zum Beispiel bei Trelleborg gibt es die Standard, die Zwillingsbereifung, Breitreifen, Doppelbreitreifen, Breitreifen 2, Doppelbreitreifen 2, Breitreifen 3, Doppelbreitreifen 3 und Breitreifen 4. Und auch hier gibt es die doppelte Version, Nummer 5 auch. Nummer 6 auch, also es gibt verschiedenste Versionen. Dann kann die Pflegebereifung aufgezogen werden, und zwar einzeln oder in der Zwillingsbereifung. Und zurück zum Standard. Das waren jetzt nur die Versionen bei Trelleborg. Die Scheibentönung kann geändert werden, entweder von Nein zu Geräuchert, Schwarz-Hell und Schwarz-Dunkel. Radgewichte können hinzugefügt werden, und zwar in verschiedenen Versionen, 400 Kilo, 800 Kilo, 1200 Kilo, und das war's. Es kann entschieden werden, ob eine Rundumleuchte hinzugefügt wird, auf der linken Seite, auf der rechten Seite oder auf beiden Seiten. Dann kann auch entschieden werden, ob noch Frontgewichte angehängt werden können, und zwar einmal 1000 Kilo oder nein. Motorenausführung haben wir die 4490 mit 210 PS, die 2470 mit 212 PS, die 2670 mit 243 PS, die 2870 mit 300 PS. Natürlich kann auch hier das GPS aktiviert werden. Bei den Farboptionen haben wir bei den Felgenfarben die Standardpalette zur Auswahl, und natürlich kann auch das Kennzeichen hinzugefügt werden. Der Kramper KS 59 Sattelauflieger kommt von Kyosho. Downloadgröße 10,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Anhänger nimmt alle Standard im Game enthaltenen Bulkmaterialien auf, hat ein Ladevolumen von 48,5 Kubikmeter, wiegt 7,8 Tonnen und kostet in der Standardausführung 80.000 Euro. Hier kann entschieden werden, ob eine Abdeckung drauf soll, und zwar einmal eine Wickelplane oder ein Klappverdeck. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Wredestein, Michelin und BKT. Beschriftung gibt es entweder die Krampe mit dem Reflex Weiß, Reflex Orange und Krampe, Reflex Weiß ohne, Reflex Orange ohne, Krampe und Reflex Weiß. Hauptfarbe haben wir die Möglichkeit zwischen Rot, Schwarz und Grün zu wählen. Bei der Felgenfarbe haben wir Silber, Weiß und Chrom. Natürlich kann das Nummernschild hier natürlich auch befestigt werden. Es handelt sich ja auf jeden Fall um einen Anhänger, der auf der Straße benutzt wird mitunter. Ja? Das Lizard MK Silo kommt vom DS Agrar Service. Castor Fluvi Steven alias W7K. Downloadgröße 7,26 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um ein fahrbares Silo, was alles aufnimmt, was Feststoffe sind. Achtung, nimmt keine Flüssigkeiten.
In der Standardausführung kommt dieser mit 30.000 Liter Füllmenge, wiegt 7,3 Tonnen und kostet 90.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Trelleborg. Beim Design können Anbauten hinzugefügt werden, Drittblech, Nieten, Drittblech und Nieten. Kapazität kann erweitert werden auf die mittlere Kapazität von 40.000 Liter und die große Kapazität von 50.000 Liter. Bei der Hauptfarbe können wir von einer ziemlich großen Auswahl auswählen. Vor allem hat es auch die Metallic-Lackierungen dabei. Also man kann es hier genau so glänzend haben, wie man es gerne hätte. Bei der Designfarbe haben wir dieselben Optionen und bei den Felgenfarben haben wir eine etwas eingeschränktere Palette. Nummernschild ist natürlich hier auch verfügbar. Vom selben Modding-Team wie vorher kommt der MKV Universal Tankauflieger, und zwar mit der Downloadgröße von 13,5 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene Größen, einmal der zweiachsige MKV 2 mit einem Standardvolumen von 17.000 Liter, wiegt 6,9 Tonnen und kostet 55.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg und Lizard. Design haben wir dasselbe wie vorhin. Drittblech, Nieten und Drittblech und Nieten. Kapazität können wir erweitern von Standard auf Mittel auf 21.000 Liter und auf Groß auf 25.000 Liter. Bei der Farbgebung haben wir dieselben Paletten wie bei der vorhergehenden Mod. Und natürlich kann auch hier das Kennzeichen hinzugefügt werden. Dann haben wir die dreiachsige Version, die lädt bis zu 30.000 Liter, wiegt 8,5 Tonnen und kostet 90.000 Euro. Hier haben wir dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Bei der Kapazität können wir vor Standard ändern auf die mittlere Kapazität auf 40.000 Liter und bei der großen auf 50.000 Liter. Alles andere bleibt wie vorhin. Kommen wir zu einem Update, was freigegeben worden ist von Giants. Und zwar ist das der MAN TGX 18.500 in der Zweiradantrieb-Variante. Wir gehen hier nicht in jedes Detail rein, weil wir diesen MAN schon mal vorgestellt haben. Dieser kommt von Castan, jetzt mit der Downloadgröße von 9,74 MB, jetzt die Version 1.1.0 und für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dass neue Räder hinzugefügt worden seien und auch mehrere Optionen bei der Farbkonfiguration. Kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Pack und dies kommt von 82 Studio und es handelt sich dabei um die TLX 2020 Series. Downloadgröße 43,24 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier um ein modulares System mit der Basis von zwei Pickups, also einmal den TLX 2020 und die 6,7 Liter Version. Wir schauen uns erstmal die kleinere Version an. Kommt standardmäßig mit 280 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 120 Litern, fährt 120 km/h und wiegt 4 Tonnen. Preis in der Basis hier 28.000 Euro. Hier können wir ein paar Einstellungen vornehmen. Einmal Standard- und Voreinstellungen. Das ist einfach ein Paket, was gleich da zugesetzt wird. Wenn wir es in der Standard lassen, haben wir die Reifenhersteller von Basics, Sport, High Performance, Offroad, Mudding, Schnee und Continental. Bei den Reifenvarianten lasse ich es wie immer. Kühlergrill kann geändert werden von Standard zu Hauptfarbe, Steifenfarbe, Chrom und zurück zu Standard. Vinyl kann geändert werden von Standard auf Vinyl 1, Vinyl 2, Vinyl 3, 4 und zurück zu Standard. Die Extras können gewählt werden zwischen Seitenstufen aus Stahl, schwarze, Bulba aus Stahl, Bulba schwarz, Stahl Extras, schwarze Extras und Standard. Beleuchtung kann geändert werden von Standard zur LED-Leiste, Blitzlichtbalken,
Boulevard 1, Boulevard 2, Boulevard 3, 1 und 2, 1 und 3, 1 und 4 und so weiter kann jede mögliche Kombination ausgewählt werden. Ausrüstung kann gewählt werden: Frontstoßstangen 2 in Schwarz, in Stahl, Offroad, Offroad Main, Offroad Stahl und so weiter und so fort. Also jede Menge von Einstellungsmöglichkeiten. Kabinenlichter Standard und gerundet, kariert, zurück zu Standard. Getönte Fenster kann gewählt werden zwischen Standard, Mittel, Dunkel. Anhängerkupplungen können gewählt werden, und zwar betrifft das die Frontkupplung, und zwar von Standard zu Pfluganbauplatte, also für den Schneepflug. Spiegel können gewählt werden von Standard Schleppspiegel. Motorenversionen 3.3 Liter Turbolader mit den gesagten 280 PS, die 4,2 Liter, die ist dann mit 380 PS und zurück zu der 3,3 Liter. Haupt- und Hauptfarbe haben eine Riesenpalette, genauso wie bei der Designfarbe und natürlich bei den Felgen haben wir eine etwas eingeschränktere Palette. Hier kann natürlich das Nummernschild hinzugefügt werden. Gehen wir zu der 6 Liter Version, und zwar kommt diese mit standardmäßigen 450 PS, wird manuell geschaltet, Tankfüllmenge 120 Liter, Maximalgeschwindigkeit 120 km/h und wiegt 4 Tonnen. Basispreis hier 36.000 Euro. Hier haben wir überall dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie beim vorhergehenden Modell. Bei den Motorenvarianten haben wir die 6,7 Liter, die haben wir gesehen, die V8er, die ist 450 PS. Dann haben wir die getunte Version zu 510 PS. Auch hier bei den Farbpaletten dieselbe Auswahl wie bei dem anderen Modell. Und jetzt kommt der interessante Part, und zwar kann hier sehr variabel gearbeitet werden. Also man kann hier einfach diesen normalen kleinen Aufleger nehmen, also einen ganz normalen Pickup Truck. Dann kann man die Plattform nehmen, dann kann man eine kleine Kipper drauf machen, einen kleinen Kipper mit einem offenen Bett. Dann haben wir ein kleines Fass zum Transportieren von bis zu 5000 Litern Volumen. Dann haben wir einen Forstanhänger für Bäume. Dann haben wir hier eine weitere Möglichkeit für, sagen wir, Bäume, Ballen, eventuell sogar Tiere, die transportiert werden können. Da haben wir eine Ballenvariante. Dann haben wir eine Kippervariante. Und dann kommen wir zu den kleinen Anhängern, die angehängt werden können. Und zwar hier einen Tipper, ein zusätzlicher Tank, einen Forstanhänger und nochmal sowas ähnliches, ja. Also ihr könnt sehen, es gibt verschiedene Varianten, die man machen, auswählen kann. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Fass genommen und habe einen Kipper angehängt. Okay, ein sehr interessanter Mod, sehr vielseitig und sehr interessant. Wie von 82 Studio gewohnt, machen die immer sehr hochwertige Mods. Wobei natürlich auch zu beachten ist, dass es natürlich hier auch eine sogenannte Cheat-Version zum Beispiel gibt. Also jetzt zum Beispiel von diesem Tipp IT, nur standardmäßig 6000 Liter, kann erhöht werden auf Laderaumerhöhung mit Holzaufbau, lackierte Holzaufbau, und dann hat das 8000 Liter. Dann kann er noch weiter erhöht werden, und zwar zu unrealistisch, und zwar würde der jetzt 82.000 Liter fassen. Dasselbe mit den Anhängern, also hier gibt es die Basiskapazität 6000 Liter, 8000 Liter und unrealistisch mit ebenfalls 82.000 Liter. Also das heißt, wenn man es unrealistisch macht, dann könnte man im Prinzip auf einmal mit einem kleinen Pickup, mit dem Pickup hier 164.000 Liter transportieren. Nichtsdestotrotz, ich finde diese 82 Studio Mods alle sehr, sehr cool. Die finden überall ihren Einsatz, also man kann sie überall einsetzen, sei es auf der Wild West oder auf der Calmston. Ja, ich finde es cool, ich werde das definitiv in meine Modliste mit reinnehmen. Kommen wir zum nächsten Update, und zwar betrifft dies den Fliegel DPW 180, und zwar von Ostri. Dieser Ballensammelwagen
hat eine Downloadgröße von 3,37 MB. Er ist jetzt in der Version 1.1.0 und ist für PC und Mac. Wir gehen hier nicht auf die Details des Anhängers ein. Das ist ziemlich Standard. Der Changelog sagt, neue Reifen und das Nummernschild sei hinzugefügt worden. Ein neues Store- und Mod-Icon ist implementiert worden und ein neuer Aufbau sei hinzugekommen. Das Wilson Pace Setter Pack kommt von SB Farms. Downloadgröße 14,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack kommt mit zwei verschiedenen Modellen. Und zwar fangen wir mit dem Super B Pack an. Insgesamt hat dieses Pack für ein Ladevolumen von 60 Kubikmetern, wiegt 12,3 Tonnen und kostet in dieser Konfiguration 80.000 Euro. Hier können bei den Farbgebungen geändert werden, bei der Hauptfarbe zwischen Weiß, Edelstahl, Schwarz und Pewter. Bei der Designfarbe haben wir die Standardpalette. Und bei den Farben für die Felgen haben wir Edelstahl, Chrom, Grau und Weiß und Schwarz. Natürlich kann auch hier das Nummernschild hinzugefügt werden. Die Pace Setter A-Train Version kommt mit 10 Kubikmeter Ladevolumen weniger, das heißt in diesem Falle hier 50 Kubikmeter, wiegt 13,1 Tonne und kostet auch 10.000 Euro weniger, in dem Falle hier 70.000 Euro. Farbpalette und die Konfigurationsmöglichkeiten sind natürlich ganz genau so wie bei der anderen Version. Der aufmerksame Betrachter hat schon mal gesehen, dass ich diese Metallregale schon mal aufgebaut hatte bei einer Mod-Vorstellung. Diese sind aber dann wieder von der Seite verschwunden von Giants. Daher bin ich damals nicht darauf eingegangen. Jetzt kommt dieses wieder hier in den Mod-Hub und zwar wird das fälschlicherweise von Giants als Update bezeichnet. Es ist noch nicht im Mod-Hub gewesen, also ist es hier nicht ein Update, sondern eine Neuerscheinung. Und zwar ist das ein Set aus zwei Schwerlastregalen für den Hof. Kommt von Rajak, Downloadgröße 1,13 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Regale sind natürlich da, um entweder Paletten oder Werkzeuge wie Schaufel, Palettengabeln und so weiter hier lagern zu können. Zu finden unter Dekoration und Sonstigem finden wir diese beiden Regale, einmal das kleine und einmal das doppelte für insgesamt 2750 Euro exequo oder natürlich 1500 Euro für das kleinere. Agrarmodding bringt uns die kleine Scheune mit einer Downloadgröße von 6,11 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese kleine Scheune, natürlich mit Toren, die geöffnet werden können. Okay, die beiden Türen, die öffnen sich. Man muss ein bisschen Glück haben, wo man gerade steht, welches Tor sich gerade öffnet. Also ich habe es jetzt 10-mal versucht gehabt und ist nur die eine Seite aufgegangen. Aber schön, die Textur stimmt. Hervorragend schön gemacht. Hier kann man Saatgut, Dünger und so weiter kann man hier lagern oder natürlich auch einen kleinen Trecker reinstellen. Es sei zu beachten, hier gibt es kein Licht. Dutch Modding Incorporation und 20 mm Normandy DMI bringen uns die Maschinenhalle mit den Abmessungen 25 x 14 Meter und den schauen wir uns gleich im Menü an. Finden wir natürlich unter Hallen. Ist dieses Teil hier. Kostenpunkt 25.000 Euro. Genauso wie die kleine Scheune von vorhin. Kommen wir zur letzten Mod von heute. Und zwar sind das diese platzierbaren Nachfülltanks von Piesel. Downloadgröße 2,74 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei natürlich um Kaufstationen. Und zwar, wo man verschiedene Sachen kaufen kann. Wir gehen mal ins Baumenü unter Container, dann finden wir diese drei Kaufstationen und zwar zum ersten wäre das diese hier, die wir gerade hier platziert haben. Das ist die Flüssigdünger-Kaufstation, wo für Unkraut, wo natürlich Pflanzenschutzmittel gekauft werden kann. Dann gibt es die Kaufstation für Futter und zwar für Hühner, Schweine, Pferde, Mineralfutter und Siliermittel können hier gekauft werden. Und zu guter Letzt haben wir hier natürlich die Kaufstation für Saatgut, Dünger und Kalk.
Das war es wieder von mir, dem Mr. Bauer, hier auf der Frankenmuth Farm. Und zwar haben wir uns heute die Mods angeguckt, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bitte nicht vergessen, morgen einzuschalten um 18 Uhr hier auf diesem Kanal, um uns beim Livestream auf der Kalmsten Farm zu begleiten und ja, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Vergesst bitte nicht, mir das Abo dazulassen, mir den Daumen zu geben und bitte sagt mir doch, welche von diesen Mods, die wir uns heute angeguckt haben, euer Lieblingsmod ist. Welcher wird bei euch in die Modliste kommen und welcher überhaupt nicht? Bitte kommentiert mir das, damit wir hier in die Diskussion kommen können. Ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.